Heute wieder ein interessantes Video mit ein paar Neuigkeiten, die so rausgekommen sind in den letzten Wochen. Aber nochmal kurz eine Ankündigung. Morgen Abend am Donnerstag findet ein Livestream statt am 17. Mai mit Damian zum Thema mit den Eierstudien. Da werden wir das Ganze mal ausdiskutieren. Könnt euch auch sein Ankündigungsvideo gerne mal angucken. Ich werde morgen auch noch eins machen, also morgen der Livestream. Aber jetzt erstmal die News mit interessanten Sachen, die gekommen sind. Und wie gesagt, wie immer, das sind nur Neuigkeiten, die so reingekommen sind. Keine Analysen oder ähnliches der Sachen, die dort gesagt wurden. Wenn euch bestimmte Themen davon genauer interessieren, dann schreibt es unten rein, dann können wir da gerne nochmal genauer nachschauen. Hier wurde untersucht, inwieweit das Licht Einfluss hat auf unseren Tag-Nacht-Rhythmus und hier wurde dann eben auch gezeigt, dass zum Beispiel Melatonin eher eine untergeordnete Rolle zu sein haben scheint. Also, wir haben in unserem Körper, in jeder Zelle eigentlich selber eine Uhr, die in ungefähr einem 24-Stunden-Rhythmus schlägt. Ich glaube, das ist sogar ein bisschen länger teilweise. Man hat Leute entsprechend auch mal eingesperrt, quasi im Dunkeln und hat dann geschaut, was passiert mit dem Körper dann. Und das Ganze wird unabhängig gesteuert quasi von den Lichteinflüssen draußen. Das heißt, wir können uns selbst irgendwo völlig im Dunkeln aufhalten. Der Körper würde in einem ungefähren 24-Stunden-Rhythmus trotzdem funktionieren und entsprechend dann Hormone ausschütten und so weiter und so fort. Das Ganze korreliert ebenfalls so mit dem Melatonin, weil wir abends natürlich dann auch entsprechend müde werden und dann morgens eben entsprechend wieder wach werden und so weiter und so fort. Allerdings hat man auch da gemerkt, dass das Ganze wohl unabhängig so generell davon ist, dass beides wohl miteinander korreliert, aber dass wir jetzt zum Beispiel nicht einfach Melatonin irgendwie beeinflussen können, um unsere interne Uhr entsprechend neu zu programmieren. Und das ist eigentlich das Problem bei Leuten, die gerade auch in Schichtdienst arbeiten oder sowas, dass die damit natürlich Probleme haben und man hat es hier dann eben über 10 Tage entsprechend kontrolliert, dann auch getestet. Das Wichtigste daran ist eigentlich, dass man eher mit einer Lichttherapie dagegen wirken kann, um dann den Rhythmus wieder so ein bisschen in Schwung zu bekommen quasi, dass es jetzt nicht unbedingt hilft, wenn wir jetzt von hier nach Amerika fliegen oder zurück, dass wir dann entsprechend irgendwelche Tabletten zu uns nehmen oder sowas, das eher nebensächlich, was natürlich mehr hilft, dass es eben diese neurophysiologischen Prozesse dann mit der Lichttherapie oder ähnliches wahrscheinlich besser funktioniert, da wieder den Jetlag rauszubekommen. Und gerade auch für Leute, die Schichtdienst haben, dass man hier vielleicht mal schaut, wenn sie jetzt im Dunkeln arbeiten, nachts zum Beispiel, dass sie dann entsprechend auf der Arbeit auch genügend ordentlich viel Licht bekommen, vielleicht so eine Lichtlampe oder sowas, wie ich schon mal gesagt habe in dem letzten Video. Das könnte eventuell helfen, da zumindest ein bisschen was dran zu machen. Aber generell ist es eben auch für Schichtarbeiter sehr schwierig, die eigene, körpereigene Uhr zu überlisten. Das klappt eigentlich nicht, sondern das Ganze dauert dann eben wirklich mal 2-3 Tage, bis der Körper sich darauf wieder eingestellt hat. Tja, und jetzt mal was ganz Rudimentäres, was eigentlich jedem schon lange klar sein sollte, aber man findet immer wieder auch mal News, woran man das immer wieder neu festmachen kann, dass hier zum Beispiel 5 verschiedene Änderungen im Lebensstil quasi positiven Einfluss auf unsere Lebensdauer hat. Also was sind diese 5 Dinge? Einfach gesund essen, mehr Sport machen, ein gesundes Körpergewicht halten, nicht zu viel Alkohol zu sich zu nehmen und eben nicht zu rauchen. Ja, wer hätte das gedacht, dass das lebensverlängernd wirkt? Aber gut, hier hat man das Ganze eben mal getestet. 34 Jahre hat man hier 78.000, 79.000 Frauen und 27 Jahre hat man eben 44.000 Männer eben entsprechend so begleitet. Und dann hat man das Ganze eben mal geschaut, woran liegt das, welche leben jetzt länger und wie kann man das in Zahlen ausdrücken. Und hat dann eben gezeigt, dass hier insgesamt, wenn man sich jetzt an die Sachen hält, ja, dass man als Frau jetzt ungefähr 14 Jahre länger leben kann und als Mann 12 Jahre. Wenn man nur so die grundsätzlichen Grundlagen, so 30 Minuten Sport mal am Tag und eben einfach nur gesund essen, jetzt nicht übergewichtig sein, wenn man das einfach beherrscht, nicht zu viel Alkohol zu trinken, sondern in Maßen, nicht zu rauchen, einfach so Grundlagen, die einen nicht großartig einschränken, kann dir eigentlich schon 14 Jahre Leben schenken.
Und ich denke mal, für den einen oder anderen dürfte das vielleicht auch mal Anreiz sein, da zu schauen und nicht einfach irgendwelche Supplemente in sich reinzustopfen und zu meinen, das würde mir helfen, länger zu leben, wenn es eigentlich mit solchen Grundlagen deutlich einfacher geht. Als nächstes ganz interessant, ich hatte ja schon mal früher in Vorträgen zu entsprechend dem Immunsystem und dem Proteinfolding und Chaperons und so weiter, hatte ich ja schon mal etwas Ähnliches anklingen lassen, aber jetzt auch die News, dass es ähnliche Anpassungserscheinungen in eurer Muskulatur oder in eurem Metabolismus gibt, wenn ihr euch der Kälte aussetzt oder entsprechend Sport betreibt. Wie schön wäre natürlich jetzt noch gewesen zu wissen, ob das Gleiche jetzt auch bei Hitze oder in Sauna passiert, aber da habe ich ja auch schon gezeigt, dass es eben in anderen Studien gezeigt wurde, dass bei Sauna etwas Ähnliches passiert. Also, das Ganze ist eben so, dass wenn wir uns bestimmten Stressfaktoren aussetzen, das bedeutet Hitze, Kälte oder eben Sport, dass unser Immunsystem daraus natürlich stärker wird und entsprechend hier bestimmte Stoffe dann eben in den Zellen erhöht. Das heißt hier dieses bestimmte 12-13-Lihom, das sind so bestimmte Lipide, so bestimmte Chaperons, die ich ja auch schon mal erzählt habe, die sind dafür verantwortlich, dass sie einer Fettleber zum Beispiel vorbeugen oder dass sie eben die Fettverbrennung in der Muskulatur erhöhen, solche Dinge und generell euch eben ordentlich fit machen und auch das Immunsystem stärken dadurch. Also relativ komplex das ganze Thema, aber wenn euch das mal genauer interessiert, kann ich das gerne nochmal machen. Auf jeden Fall hat man hier jetzt herausgefunden, dass eben entsprechend bei Leuten, die mehr fit sind, auch gleichzeitig eben ein erhöhtes Level an diesen haben und entsprechend kann man da schon sagen, wenn du jetzt auch bei Kälte oder bei Hitze entsprechend auch ein höheres Level von diesen Stoffen hast, dann kann das Ganze eben auch auf dieser Ebene positiv sein. Also von daher könnten vielleicht auch hier, und das ist vielleicht eine interessante Sache, dass hier Leute, die vielleicht stark übergewichtig sind und jetzt nicht unbedingt viel Sport machen können, dass die aber in gewissen Maßen eventuell auch mal ihr braunes Fettgewebe irgendwie aktivieren können, sich also der Kälte aussetzen können oder der Hitze aussetzen können. Bedeutet also zum einen, in die Sauna zu gehen, was für viele wahrscheinlich ein schwieriger Schritt ist, wenn man so übergewichtig ist, aber wenn man eventuell eine Heimsauna hat oder sowas, das regelmäßig zu nutzen jeden Tag, das hat einen ähnlichen Effekt. Oder sich der Kälte auszusetzen, bedeutet also, da auch mal, wenn es draußen kalt ist oder so, mal eine Runde dann zu drehen, ohne viel Klamotten an, zu Hause mal die Heizung ein bisschen runterdrehen, das könnte alles helfen. Oder kalt zu duschen, das wäre eine Möglichkeit, wie man das dann auch machen könnte, um eventuell davon auch leicht gesundheitliche Vorteile und Richtung sportliche Aktivierung des Körpers eben zu gehen für solche Leute. Ja, jetzt News für alle Leute, die in der Stadt leben, wahrscheinlich nicht so gut. 9 von 10 Leuten atmen verschmutzte Luft ein. Das ist natürlich eine Sache, die auch jetzt in neueren Studien immer weiter untersucht wird, dass diese ganze Luftverschmutzung, gerade natürlich auch in den Städten, wie wir es hier sehen, eben dann krank machen kann und die Leute dann eben gesundheitlichen Schaden zufügen. Also die Luftverschmutzung durch Feinstaub hat immer mehr Einfluss auf die Menschen und da muss man sich auch eventuell nicht wundern, wenn dadurch auch mehr solche Sachen entstehen wie Allergien oder sowas, wenn man sowieso die ganze Zeit in der Stadt eben diesen schlechten Lüften ausgesetzt ist, aber nie wirklich mal rausgeht in die Natur und sich dann entsprechend den den Pollen und so weiter aussetzt. Ne? Das ist ja eine ganz andere Sache dann. Hier hat man das Ganze auf jeden Fall untersucht, inwieweit das Einfluss hat und man ist darauf gekommen, dass es auf jeden Fall zu mehr Lungenkrebs, zu mehr Lungenerkrankungen kommt, aber dann eben auch, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen 24% auf verschmutzte Luft zurückzuführen sind. Das ist natürlich eine ziemlich krasse Menge, wenn das wirklich darauf zurückzuführen ist. Kann natürlich sein, dass entsprechend daraus dann die Folgeerkrankungen entstehen. Und gleichzeitig hier eben auch in Kindern, dass entsprechend die Luftverschmutzung dazu führt, dass immer mehr Asthma in Kindern und so weiter dann vorherrscht und dass die Gesellschaft dadurch natürlich auch entsprechend krank wird auf anderer Ebene. Also nicht nur das schlechte Essen und so weiter, was uns dann dick, übergewichtig und krank macht, ist ein Risikofaktor, sondern ganz klar eben auch die Luftverschmutzung, die Feinstaubemission auf unsere Kinder, auf unsere Lungen und so weiter. Da sollte man gucken, dass man da irgendwie vielleicht ein bisschen was ändert. Und das würde auch vielleicht einen Unterschied
aufzeigen zu Kindern, die auf dem Land leben, gegenüber Kindern, die in der Stadt leben, die auf dem Land meistens immer deutlich weniger Probleme mit Asthma, Allergien und solchen Sachen haben, gegenüber den Kindern halt, die in der Stadt groß geworden sind. Ne, gibt natürlich sehr viele verschiedene Einflussfaktoren, aber das spielt natürlich alles immer eine Rolle im gesamten Bild am Ende. Ihr kennt es, im Internet wird euch immer spezielles Himalaya-Salz, Meersalz oder sonstiges angeboten, was dann extrem teuer ist. Hab letztens auch mal im Laden irgendwie Salz gesehen, was dann pro 50 Gramm oder sowas dann 10 Euro kostet, weil es spezielles schwarzes Himalaya-Salz war und so weiter. Ist das jetzt gesünder? Enthält das mehr Mineralstoffe oder nicht? Das wurde eben hier mal untersucht und ganz klar, was ich auch vorher schon gesagt habe, dass eben teure Salzsorten und so weiter nicht besser sind als herkömmliches Kochsalz, weil sie eben zum größten Teil aus Natrium und Chlorid dann bestehen. Und die Menge, die es dann vielleicht an Unterschieden gibt an Magnesium, Calcium und sonstigen Mineralstoffen, die sind so verschwindend gering bei den Mengen, die wir am Tag davon uns zuführen, ist es eigentlich völlig unwichtig. Also ihr könnt euch dann vorstellen, wenn dann vielleicht 0,5% Magnesium enthalten sind, wie viel das dann ist, wenn wir gerade mal vielleicht 1 oder 2 Gramm am Tag davon und zu uns führen. Also das hat kaum irgendein Gewicht, da ist im Trinkwasser die Menge wahrscheinlich noch deutlich höher, die wir da uns zuführen. Also gesundheitlich gibt es eben in der Hinsicht kaum einen Unterschied oder keinen Unterschied zwischen diesen teuren Salzsorten und dem billigen. Das Einzige, was man macht, ist eben, dass es halt ein bisschen toller aussieht, aber auf den Körper jetzt nicht viel. Hier wird auch noch gesagt, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung entsprechend 6 Gramm am Tag empfiehlt, was natürlich auch Quatsch ist, was ich auch schon im speziellen Video besprochen habe. Denn die Fachwelt streitet sich darüber, welche tägliche Salzmenge wirklich optimal ist. Und sie erhöht nämlich nicht bei Gesunden, zumindest in erster Hinsicht, den Blutdruck. Also da tut sich wirklich gar nichts. Ja, also den Versuch habe ich auch selber schon mal gemacht. Selbst wenn ich wirklich überladen war mit Salz, hat sich da gar nichts getan. Und dementsprechend muss man das Ganze eben nicht so genau betrachten, dass man jetzt den Salzkonsum reduzieren sollte. Ist Omega-3 oder diese Supplemente, haben die positive Effekte auf unsere Gesundheit oder schützen die uns vor Herzinfarkt? Das Ganze hat man hier untersucht in einer Meta-Analyse von 10 verschiedenen Trials, die entsprechend insgesamt 78.000 Patienten dann untersucht haben für über 4,4 Jahre und man hat keinen Zusammenhang gefunden zwischen eben Herzinfarkt oder anderen kardiovaskulären Risiken bei Leuten, die schon hohes Risiko haben. Das heißt, Omega-3 hat bei diesen Personen nicht geholfen, sich entsprechend oder das Risiko zu senken. Von daher kann man sich das Geld höchstwahrscheinlich auch sparen, weil mir bis jetzt auch noch nicht wirklich so bekannt ist, dass es gegenüber einer ganz normalen Ernährung, wenn man sie gesund gestaltet, dann eben auch noch Vorteile hat. Hier eine interessante Studie vom Zusammenhang der Darmbakterien und entsprechend Arteriosklerose. Interessant, dass hier untersucht worden ist, welche Marker eventuell ein Risiko zeigen. Also hier entsprechend eine Studie an 361 Patienten, die in 3 Gruppen eingeteilt worden sind. Einmal Leute, die nach den klassischen Risikofaktoren, also Cholesterin und so weiter, dann eben auch korrelationsmäßig mehr Plaque in den Arterien haben. Ja. Dann eine Gruppe, die entsprechend eigentlich laut Marker in ihrem Blut Arteriosklerose haben müssten, aber deren Arterien völlig normal und frei sind, also die einen hohen Cholesterinspiegel haben, aber die trotzdem keinerlei Probleme haben. Und bei Leuten, bei denen man keine hohen falschen Blutmarker gefunden hat oder schlechten Blutmarker gefunden hat und die trotzdem Plaque bekommen haben. Also wie man hier auch schon mal daran sieht, das wäre natürlich jetzt interessant nochmal ins Detail zu gehen, aber das sind ja eben nur News hier, mal zu gucken, welche Risikofaktoren waren das genau, aber generell für euch, alleine euer Blutbild oder euer Cholesterinspiegel nach den klassischen Gruppeneinteilungen hat noch lange keine Aussagekraft darüber, wie euer Risiko ist, irgendwie Herzinfarkt oder ähnliches zu bekommen. Also völliger Quatsch, dass Cholesterin der einzige Marker ist, kann man an solchen Studien dann eben auch ohne Probleme sehen. Was man gesehen hat, ist, dass es toxische Metaboliten gibt in unserem Blutkreislauf, die eben von den Darmbakterien gebildet werden und dass die Leute, die Arteriosklerose haben, eben hier signifikant höhere Werte daran haben. Ja, man hat hier gemessen TMAO und ein paar andere Sachen, die man jetzt vielleicht nochmal genauer untersuchen könnte und man ist dazu gekommen, dass es nicht
die Bakterien an sich sind, die dann in unserem Darm vorhanden sind, die das negativ beeinflussen, sondern was sie entsprechend produzieren und aus unserer Nahrung dann machen. Also könnte bedeuten, dass wenn wir uns durch schlechte Nahrungsmittel ernähren, durch Nahrungsmittel ernähren, die Stoffe enthalten, egal ob es jetzt Zucker ist, Fructose oder schlechte Fette, was auch immer, ja, wissen wir jetzt hier so nicht, und daraus eben dann diese schlechten Stoffe entstehen, diese toxischen Metaboliten entstehen, dass diese dann negative Auswirkungen haben auf unsere Blutgefäße, diese dann schädigen können, worauf sich dann natürlich auch Arteriosklerose dann entsprechend bildet. Also wäre mal eine sehr interessante Sache, wenn euch das detaillierter interessiert, gerne Bescheid sagen, aber dass der Darm generell auf unsere Gesundheit eine große Auswirkung hat, das haben wir ja schon öfters mal gesehen. In den nächsten News gibt es noch einige interessante Sachen, wie zum Beispiel Sauna, wie zum Beispiel das Mikrobiom der Gorillas oder auch Echtzeit-MRT, solche Dinge, sehr viele interessante Sachen, die da kommen, und was Aspirin mit unseren entsprechenden Gesundheitsparametern zu tun hat, gucken wir uns dann an. Das war's heute mit den News. Wenn euch das gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, schreibt eure Kommentare zu den Themen unten rein. War da was Neues, Interessantes für euch dabei? Irgendetwas dabei gewesen, was ihr gerne in nächsten Videos mal etwas detaillierter noch anschauen wollt oder nicht? Ansonsten gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben, schaut in die Videokommentare, wie ihr mich gerne unterstützen könnt mit solchen Videos bei Patreon oder eben durch andere Möglichkeiten. Ansonsten bis zum nächsten Video. Yeah.